Federleicht fühlen sie sich, aber eigentlich ist es harte Arbeit. Heute Abend haben die Ballonfahrer im freiburgischen Greerz den Boden und damit auch die Schwere des Lebens hinter sich gelassen. Sie messen sich im härtesten Gasballonrennen der Welt. Zu den Favoriten am Gordon Bennett Cup gehören zwei Schweizer, Kurt Frieden und Pascal Wiedprächtiger. Sie streben nun den dritten Sieg in Folge an. Rolf Dietrich hat die beiden bei den Vorbereitungen begleitet. Die Sandsäcke sitzen, die Elektronik wird noch justiert. Pascal Wiedprächtiger traf heute Nachmittag die letzten Vorbereitungen für einen Ballonfahrwettbewerb. Er und sein Teamkollege Kurt Frieden haben Großes vor. Kurt Frieden, was ist die grösste Herausforderung für uns, das Gordon Bennett zum dritten Mal nacheinander zu gewinnen? Also, die Schwierigkeit wird da drin liegen, um auf Skandinavien zu finden. Das Nordkap ist ja die weiteste Strecke. Dazwischen liegt noch kein Liniengrad. Und da wird man müssen versuchen, links oder rechts vorbeizukommen. Das ist etwas, wo man noch nicht so genau weiss, was die beste Route wird sein. Und das sehen wir dann. Einige Tage zuvor begleiten wir Kurt Frieden und sein Team bei einer Trainingsfahrt im aargauischen Bad Zurzach. Bereits am frühen Morgen wird der Ballon mit Wasserstoffgas gefüllt. Der Gasballon fliegt nach anderen Gesetzmäßigkeiten als der weiterverbreitete Heißluftballon. Das ist reine Physik. Wir haben 1000 Kubik Gas. Das trägt 1,2 Tonnen. Und mit dem kommen wir in die Luft. Wir haben noch ein Ballast dabei zum Abwerfen. Also es ist ein ganz anderes Fahren. Kurz nach dem Start meldet sich Kurt Frieden bei der Flugsicherung des Flughafens Zürich. Zurich Information vom Gas Balloon Hotel Bravo, Quebec, Kilo Foxtrot. Guten Morgen. Guten Morgen, Quebec, Kilo Foxtrot. Zurich Information, hello, passing message. Laden und beziehen, das ist schon etwas, was wir ganz sicher sind. Ein Gasballon kann deutlich länger durch die Lüfte schweben als ein Heißluftballon. Mit einem Heißluftballon kann man Fahrten von vielleicht 1,5 bis 2, 2,5 Stunden machen. Und mit dem Gasballon sind da Fahrten von einem ganzen Tag möglich. Sogar eben an dem Rennen, wenn man nur zum zweiten geht, bis zu 70, 80 Stunden. Und es gibt kein anderes Luftfahrzeug, das so lange oben bleiben kann. Der Gordon Bennett ist der älteste Ballonfahrwettbewerb der Welt. Die Regeln sind einfach. Es gewinnt dasjenige Team, das ohne Zeitbeschränkung die weiteste Strecke zurücklegt. In den Jahren 2010, 2015 und 2016 waren das Kurt Frieden und Pascal Wiedprächtiger. Diesen Erfolg wollen sie in diesem Jahr wiederholen. Die Steuerung ihres Gasballons erfolgt mit rudimentären Mitteln. Wenn der Ballon höher gewinnen soll, werfen die beiden Piloten Ballast in Form von Sand oder Wasser ab. Zum Sinken wird Gas aus der Ballonhülle abgelassen. Entscheidend für den Erfolg ist eine präzise Analyse der Wind- und Wetterbedingungen. Wir haben daheim einen Meteorologen, einen Strateg und drei von der Flugsicherung. Und die sind ständig dran, das Wetter anzuschauen, die Richtung anzuschauen, den Luftraum, wo das Gebiet, wo vielleicht militärisch ist, wo man aufpassen, wo man Freigaben braucht. Ebenso wichtig wie der Wettkampf ist die Freude am Erlebnis unter freiem Himmel. Also für mich ist das einfach ein Geniessen. Das ist wie mitten im Himmel auf einem Balkon stehen und hier runterzuschauen in die Landschaft. Das ist etwas, das einfach wunderschön ist. Und ich würde am liebsten hier oben ein Haus bauen auf dieser Höhe. Das wäre perfekt.